Ich gebe ja gar nicht den Menschen eine Schuld, die heute versuchen, zu uns zu kommen und es sich hier zu verbessern oder auch Systeme auszunützen. Ich mache den Politikern, wie dem Michael Häupl, dem gebe ich die Verantwortung, dass er unverantwortliche Staatsbürgerschaftsverleihungen vornimmt. Und der Wiener Wahlkampf schwebt hier schon über allem. Aber das heißt doch, mit anderen Worten, jemand, der die Staatsbürgerschaft bekommen hat, in Ihren Augen ungerechtfertigt, der hat schon von vornherein das Etikett, der wird eh was anstellen und da muss man es ihm auch wieder wegnehmen dürfen. Nein, das nicht. Aber es ist durchaus zu überlegen, ob bei jenen, die vorzeitig die Staatsbürgerschaft erhalten haben, man durchaus eine Frist setzt und sagt, solange sie nicht 10 Jahre hier im Land sind, soll das durchaus als Möglichkeit vorgesehen werden. Jetzt haben Sie die Deutschkenntnisse angesprochen. Also die FPÖ ist ja prinzipiell eine Partei, die am lautesten nach Deutschkursen schreit. Hat man dann auch schon auch auf Plakaten lesen können, die so wunderbar formuliert waren wie Deutschkurse statt nichts verstehen oder so irgendwas. Jetzt ist es ja so, es steht auch, ich habe mir das durchgelesen, teilweise muss ich sagen, weil es ist für einen Kabarettisten anstrengend, ein Parteiprogramm zu lesen, das sich fast liest wie ein Kabarettprogramm. Die zur deutschen Sprache, Artikel 2, der Schutz und die Pflege der Sprache sind eine öffentliche Aufgabe, eine entsprechende Gesetzgebung ist anzustreben. Wie kann es dann sein, dass gerade, Sie wissen ja, Worte sind Waffen, Worte können brutal sein, ja? Sieht man dann auch auf Ihren Wahlplakaten, wie kann es dann sein, dass das ist ausgerechnet ein holpriges Deutsch auf diesen Wahlplakaten zu lesen. Also wenn ich sage, ich bin ein Vertreter und ich setze mich hin und ich vertrete die deutsche Sprache, ich bin dafür, dass alle Deutsch können und dann steht echte Volksvertreter statt EU-Verräter, das ist schon nicht Deutsch. Also wer hat die EU verraten? Sie haben wahrscheinlich gemeint Verräter in der EU. Man kann es interpretieren, wie man will. Genau das ist die Plakatsprache, dass man natürlich in sehr wenigen Worten etwas zum Ausdruck bringen soll, um dann auch darüber inhaltlich diskutieren zu können. Und ich gebe Ihnen schon recht, aber genau dafür sind ja auch Plakate da, um ein Thema in wenigen Worten anzusprechen und dann eine breite Diskussion darüber zu führen. Genauso wie Abendland in Christenhand, wo ja eine große Aufregung da war. Ja, da hat es ja eine riesen Empörung gegeben, obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte und Europa ein christliches Abendland ist. Und ich frage mich immer bei all jenen, die sich da so aufgeregt haben, in wessen Hand wollen sie Europa führen? Und genauso wie auch eine Aufregung da war, als ich das Kreuz verteidigt habe und gesagt habe, ich lasse nicht zu, dass aus den öffentlichen Volksschulen in Wien das Kreuz abgehängt und verbannt wird und ich lasse nicht zu, dass der Nikolaus in den öffentlichen Kindergärten Auftrittsverbot bekommt, dann hat man mich als Hassprediger definiert. Und das zeigt ja auf, wie offenbar man Worte verdrehen auch kann, anders und falsch darstellen kann und wie sehr man auch manipulativ tätig werden kann.